Willkommen zurück zu Mario und Luigi Paper Jam und diese Situation ist alles andere als umzugehen in Paper Mario. Ja, im letzten Part haben wir einen extrem coolen Kartonkoloss-Kampf gehabt, nämlich Yoshi versus König Boohoo, den haben wir zwar besiegt, nur dann haben die beiden K-Max Toadette entführt und jetzt haben wir keinen Reserve-Kartonkoloss mehr und die wollen jetzt wieder einen bauen, aber das ist doch Wingos Aufgabe, Toadette zu entführen. Ach, seht mein Let's Play zu Captain Toad Treasure Tracker, das war auch ein tolles Spiel. Und jetzt müssen wir sie einholen. Oh, ich habe nicht gedacht, dass wir da runterfallen können. Naja, im Hintergrund wird immer noch fleißig Erz herangeschafft, wozu braucht man das auch? Naja, okay, gehen wir mal durch diese große Tür hier, ich bin schon enorm gespannt, wie es weitergeht. Das sieht aber bedrohlich aus. Flammen? Oh nein. Sag bitte nicht, jetzt kommt wieder das Dream Team Klischee. In meinem Luigi Dream Team fand ich ja die fliegende Festung von Bowser am Ende des Spiels dann etwas langweilig. Nämlich aus dem Grund, sie war einfach zu lange mit den Traumzonen und dann auch noch das mit den Flammenwerfern. Das fand ich dann in Dream Team am Ende dann etwas blöd, dass das am Ende dann wirklich so enormst lang war. Das war dann das einzig Schlechte an Dream Team. Oh, jetzt kommen noch Glitzernde von diesen Typen dazu. Das ist ja ganz große Klasse. Klasse! Klasse! Das ist nicht klasse! Wow, wow, habt ihr das gemerkt? Der hat ganz schön viel abgezogen. Alle! Oh, Backe, Backe. Hm, leicht sind die nicht, das muss man ihnen lassen. Alle Hips! Haha! Wenn man's. Man muss es drauf haben. So. Wie? Ich hab doch jetzt ihn genau getroffen. Ich verstehe das nicht richtig. Da habe ich doch auch gerade gemacht. Wie geht denn das, wenn ich fragen darf? Ich überlege gerade. Das habe ich ja noch nie geschafft. Fragen über Fragen. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, okay, so. Ein kleines Kärtchen für unseren Mario. Von und mit Mario. Witzig? Ich fand's witzig. Naja. Okidoki. Gut, dann noch ein Wolli-Yoshi hinterhergeschoben. Von und mit Wolli-Yoshi. Ich habe ja wirklich ein mega Wolli-Yoshi für diese Karte. Okidoki. Na, ich würde um ehrlich zu sein noch gerne die Todd-Amiibo verwenden. Aber andererseits sei es daneben ja eh gleich der Auffrischblock. Also, wozu dann die Todd-Amiibo? Oh, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Frage ist, ob sie das jetzt überhaupt. Oh, kein einziger steht. Alle stehen noch. Okay, dann eben doch die Todd-Amiibo. Ich meine, ja. Wir können sie ja nicht einmal pro Tag einsetzen, so wie in Mario Party 10. Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Wo ist ein Beispiel, wo man Amiibos nur einmal am Tag einsetzen kann? Kirby und der Regenbogenpinsel. Ja, das ist einmal pro Tag nur. Aber hier. Hier kann ich sie ja öfters einsetzen. Und das ist ja sehr gut. Halt nur einmal pro Kampf. Das will man auch mal dazu sagen. So. Hä? Hä? Und die sind ganz schön stark. Vor allem, weil der jetzt eine so glitzert. Okay. Die Paper-Typen, die machen die Attacke aber zum Glück einfacher, da. Ihr habt es ja eh gemerkt, die schießen langsamer. So, und ich wollte jetzt den ganzen Part nicht mit Kämpfen vollstupfen. Also, machen wir mal ein paar Attacken. Sag bitte, das ist eine frische Amiibo-Karte. Bitte, bitte, bitte. Reiswolf-Stiefel. Reiswolf? Das wollte ich auch mal ansprechen. Kommt Wolf, also Star Wolf, im neuen Star Fox, das ja für den 22. April mittlerweile angekündigt wurde. Das werde ich auf jeden Fall jetzt playen, das neue Star Fox. Kommt da dieser Wolf wieder vor? Ich habe ja noch nie Star Fox gespielt, drum wäre es eigentlich cool, wenn ich den Hauptbösewichten mal zu sehen kriege. Aber ich glaube, da gibt es zwei Bösewichte, diesen Andros und den Star Wolf, soweit ich weiß. Okidoki, er kommt jetzt auch noch, sag bloß, jetzt kommen wir wieder in die Wüste, da waren wir doch schon so oft. Und oh, da komme ich gar nicht durch, ich habe jetzt gedacht, da kommen wir vielleicht durch. Okay, links scheint gar nicht was zu sein. Okay, ein paar Blöcke. Ja, auch nicht schlecht. Reiswolf. Ey! Die sprinten ja nur wie blöd durch die Gegend. Jetzt möchte ich aber mal schauen, ob die was bringen. Diese Reiswolf-Stiefel, die passen ja nur auf Paper Mario. Und wie? Habt ihr es gerade gemerkt? Das hat die Werte voll erhöht. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. So, dich lassen wir mal getrost stehen, denn ich möchte weiterkommen. Gut, die Knochen trocken, mal wieder im Style von Paper Mario Sticker Star, wie am Yoshi Sphinx. Das wollte ich im letzten Part auch nochmal ansprechen.
Yoshi in den Paper Marios und Mario und Luigi ist. Ja. Yoshi, das erste Mal in der RPG-Reihe dabei in Super Mario RPG, dem allerersten Teil. Nein, nicht schon wieder. Also da waren sie ja auf Yoshi Island, das war glaube ich auch eine Anlehnung an Yoshi's Island, was ja auch am SNES damals war. Dann, okay, da geht's endlich mal lang. Dann gab es, da hat er halt nur so einen kleinen Auftritt gehabt, da war er der einzige, da gab es ja mehrere Yoshis und den Charakter Yoshi, also alle auf Yoshi's Island, also da waren sie halt so. Ah, da war auch dieses nervige Rennen, die Ventilatoren, sehr Super Mario Galaxy. Mäßig. Da gab es ja auch so ähnliche Ventilatoren. Ich denke, und ich habe recht. Oh, okay, dann. Okay, Moment mal. Wollen wir mal überlegen. Wie, in welcher Richtung muss ich da starten? Am besten so. Genau, warum nicht? Ey, aber... Das ist doch grammatikalisch. Ey, was rede ich grammatikalisch? Physikalisch, komplett unlogisch. Ich werde auch richtig gelandet. Ja, ja, 3D-Effekt des 3Ds. Erstens, dann wird die Aufnahme schlecht und zweitens, mir wird schlecht davon, von diesem Effekt. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wieso lösen sich die da immer automatisch auf? Naja, okay, jedenfalls in Paper Mario hat er auch so einen, haben die Yoshis oder der Yoshi auch so einen ähnlichen Auftritt gehabt. Da waren sie ja auf Lava Island, die Bewohner. Tatsache, da scheine ich echt nicht rüberfliegen zu dürfen. Warum? Fragt mich nicht. Okidoki, aber warum sind denn die Ventilatoren da? Frage mich. Naja, okidoki. Kämpfen möchte ich mal wieder. Nicht! Da müssen wir wahrscheinlich durchfliegen. So wird es wahrscheinlich sein, oder? Aber wäre ich denn nicht rein theoretisch in die... Nö, doch, so geht es. Oder? Nö, jetzt wäre ich ja auch... denke ich mir ja. Okay, dann am besten einfach so vorne vorbei. Immer schön nach oben drücken. So. Wow. Okay, ich hab's geschafft. Wozu das hier gut ist, fragt mich bitte nicht. Okay, naja, in Paper Mario 1, wie gesagt, das in Dream Team gab's ja auch so ähnliche Ventilatoren. Wo war denn das noch schnell? Okay, ich hab irgendwie überhaupt keine Lust zu kämpfen heute. Möchte wie im letzten Part storymäßig was weiterkommen. Okay, gut. Und dann gleiten wir mal weiter. Die Ventilatoren waren jetzt aber echt ein bisschen unnötig. Ich meine, was haben die für einen Sinn? Dass sie uns in die Lava reinstoßen und. Wow, ey! Ich muss mich wohl ganz nach vorne stellen. Jeps. Wow! Okay, ich hab's geschafft. Und den hier. Okay, jetzt müssen kleine Musikfehler. Auch geschafft. Na bitte. Und was ist das für ein Block? Ein Bowser-Block? Sowas hat man ja in Mario Party, soweit ich weiß. Okay, denke ich mir ja, das schaltet ein Auge ab. Okay, ich wette, wenn beide aus sind, dann kommen wir weiter. Gut. Was haben wir hier schönes? Das öffnet das Tor. Auch komisch mit den Toren. Ja, mit Türen ist das auch so eine Sache, wie zum Beispiel auch bei Zelda oder wo gibt es noch? Bei Kirby. Ja, oder bei Pokémon? Weiß ich nicht. Naja. Egal. Was soll ich sagen, Yoshi? In Mario die Superstar Saga gab es ja das Yoshi-Theater. Ja, das war lustig. Das war wirklich eine nette Idee, wo man die Yoshis dann füttern musste mit diesem, wie hießen die nochmal? Lachobst, oder? Lachobst, hieß das so? Weiß ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hab's ja schon Let's Played. Superstar Saga, ja. Und da hatten sie eigentlich einen ganz netten Auftritt. Dann in... Mario Luigi Partners in Time. Oder was? Ganz schön brutal mit den Yoshis. Hey! Toadette, müssen wir sie fangen. Na prima, Mario. Meister Rabbit persönlich hat mir den Auftrag, Toadette zu schnappen. Und ich werde sie ganz bestimmt nicht einfach so wieder freilassen. Okay, dann müssen wir den jetzt wohl fangen. Das alte Klischee, die Fly Guys fangen. Okay, das ist wieder so eine komische Bonusaufgabe. Gut. Also. Wie kommen wir am besten nach drüben? Okay, jetzt dafür sind die also gut. Oh. Okay, Moment. Wo hat er sich hinverzogen? Das wird doch auf der Karte nicht angezeigt. Nein! Ach so, das hat jetzt Toadette gesagt.
Was haben wir hier? Kann ich mit denen etwa Tatsache umstellen? Super. Oder abstellen ganz. Super, super, super. Dann geht's feuchtfröhlich weiter mit dem Trio-Gleiter. Ah, finde ich auch toll, dass man den aus Paper Mario 2 wiederverwendet hat. Hilft mir! Okay, auch mit dem Fernglas. So. Oh, diesmal kann ich die anderen Fähigkeiten gar nicht richtig einsetzen. Okay, ich aktiviere es mal. Warum auch nicht? Aber ich muss ja jetzt rein theoretisch in diese Richtung, oder? Nach links. Ja, aber verstanden. Versteht ihr es auch? Dann wären wir rüber, oder? Doch, rein theoretisch schon. Oder muss ich doch umschalten? Es kommt mir... Okay, naja. Wie gesagt, Yoshi kam in Paper Mario 1 und Yoshi's Island, denke ich mir ja, so geht das. In Paper Mario und Super Mario RPG hatte er so einen kleinen Nebenauftritt, so als Population, halt eine Alternative zu den immer bleibenden Tots. Ja, in Paper Mario Superstar Saga auch so ähnlich. Lass mich sofort los! Halt nein, ich über der Lava! Lass mich mal einen sicheren Ort runter! Als ob der das tun würde. Okay, da müssen wir jetzt scheinbar hin. Und da oben? Ich habe gedacht, da wäre ein Item. Oder da ist doch ein Block. Den möchte ich mir aber schon krallen. Oh, was habe ich denn da gerade gesehen? Okidoki. Hoffentlich. Okay, gut. Dann nehmen wir wieder an. Genau. Dann, oh, den kann ich gar nicht mehr ausknipsen. Aber das ist eine nette Idee. Stacheln. Stacheln sind ungut. Okay. Das ist eine nette Idee. Das hat man mal richtig gut gemacht. So, was, na gut, es gab so in Paper Mario 2 diese, wie hieß das, die Trainingshalle, wo man die mit den Fähigkeiten so Items verdienen konnte, falls ihr das noch wisst. Tja. Aber da gab's auch noch keinen Gegenwind. Finde ich eigentlich recht gut, dass man sowas wie Wind hier und dass das dann die Flugrichtung... Na, Papierflieger habe ich eigentlich nie wirklich häufig gebastelt. Ganz einfach aus dem Grund, ich konnte es nicht. Oh nein, er macht sich auf und davon! Du konntest Toadette nicht retten. Was? Wie? Hä? Wie hätte ich denn die jetzt so schnell retten sollen? Okay. Wie jetzt? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Moment. Verstehe ich jetzt wirklich nicht ganz. Wie soll ich den einfangen? Der ist doch viel zu schnell. Der ist doch wirklich viel zu schnell. Wie soll denn das gehen? Naja, auf jeden Fall. Mein Luigi Partners in Time, da wurden die Yoshis ja übelst brutal von dem einen Typen da aufgefressen. Da Job hieß er, glaube ich. Ist er so? Ich glaube schon. So. Ah, ich verstehe immer nur die richtigen Schalter an. Oder? Nein, das war falsch, oder? Na, schnell. Aber der ist doch echt viel zu schnell. Wie soll ich denn den rechtzeitig einfangen? So. Also. Gib Stoff! Okay, weiter. Okay, Moment. Wollen wir mal überlegen. Hier. Wie? Wie soll ich das machen? Naja, wie gesagt, da wurden in Yoshis, mein Luigi Partners in Time, die Yoshis ja brutalstens verspeist von dem einen Typen. Aber jetzt macht er sich ja theoretisch wieder aus dem Staub. Oder? Nein. Ich kann sie noch retten. Okay, jetzt kommt ein Kampf. Okay, ich bin dazu gewappnet. Ich habe Amiibos. Die Flygers kennen wir ja schon aus der Oase. Ja, oh. Ist das neu? Ne, ich glaube, die Attacke haben sie schon gemacht, oder? Oh. Andererseits, sie sind auf jeden Fall stärker geworden.
Okay, was machen sie? Jetzt! Okay, die sind auf jeden Fall stärker geworden. Habe ich ein bisschen... Das nehme ich jetzt mal. Das hier unten. Genau. Halt teilweise eingefügten Schaden. So, dann machen wir mal Trott. Warum auch nicht? Der wird Mario auffrischen. Und dann jetzt weiter mit volle Kanne die anderen Amiibos. Oh ja. Gut. Was wollte ich gerade sagen? Ja. Paper Mario 2. Ja, da waren Beta-Grafiken für Yoshi, aber Yoshi selber kam für mich vor. Aber ich glaube, so eine ähnliche Unterhaltung hat man schon mal in einem Part. Naja. Und in Super Paper Mario war es genauso. Aber es gab in Paper Mario 2 den Roshi, wie ich ihn immer genannt habe. So habe ich auch die Mega-Woll-Yoshi am Ibo hier genannt. Roshi. Versteht ihr? Er ist ja mein Lieblingsbuchstabe und Yoshi zusammen. Er gibt Roshi. So habe ich ihn immer genannt. Ah, das waren noch Zeiten. Ich werde es auf jeden Fall jetzt planen. Paper Mario 2. Bestimmt vielleicht sogar nach dem hier. Es sei denn, Paper Mario U wird verschoben. Dann kommt Paper Mario U danach. Aber vielleicht mache ich auch beide gleichzeitig. Ich habe ja auch zum Beispiel mal gleichzeitig Dream Team und Superstar Saga gemacht. Warum nicht? Warum nicht? So, Kopien! Und die schauen alle ganz schön. Oh, drei. So, Mann, oh Mann, das mit dem Flyer hier wäre jetzt fast schon wieder in die Hose gegangen. Das ist ganz schön schwer. Okay. Den Flyer machen wir doch ganz einfach mit einem Sprungplatt, oder? Na gut, ich sollte das Maul nicht zu voll nehmen. Aber wir machen ihn platt. So. Nimm das und das und das und das und das und das. So, na bitte, das war's. Okay, da war die Bombe drin. Ihr habt ja gemerkt, die haben die Bomben ausgetauscht. Aber wie, wenn ich fragen darf, was hat das für einen Sinn? Okay, so. Puh, das war ganz schön unheimlich. Aber ich wusste, ihr drei würdet mich retten. Danke. Na bitte, super, jetzt haben wir wieder einen Reserve-Kartonkoloss. Ich tippe um Eltern auf Kartonkoloss Bowser, der noch kommt. Naja, in Paper Mario Stickers, da gab es glaube ich auch keine Yoshis. Aber dafür ein Dream Team und ja, so als Randcharaktere. Also gut, die gehen mal zurück zum Pilzpalast. Ihr macht schön ohne mich weiter, okay? Wenn mich nicht alles täuscht, müssen die Prinzessinnen im obersten Stockwerk sein. Okay. Ah, Zwischensequenz. Mario, hilf mir! Mario, hilf mir! Schon wieder die Pop-Aufsteller. Hey, ihr merkt mit Tonboxen unten. Ich glaube, die sind ausgebrochen. Mann, ist mir langweilig. Mario, hilf mir! Immer nur Wachdienst-Team, ist echt öde. Nie passiert was. Hey, ihr da! Versucht doch wenigstens mal zu flüchten. Ich gehe sonst einfach langweile. Mario, hilf mir! Mario, hilf mir! Und könntet ihr euch nicht mal einen anderen Hilferuf überlegen, dass euch das nicht selbst langsam langweilig wird? Merkst du denn nicht, dass das Pop-Aufsteller sind mit Tonboxen drunter? Mario wird euch sowieso nicht retten. Wahrscheinlich hängt er gerade über einer Lavagrube und versenkt sich den Schnurrbart. Mario, hilf mir! Mario, hilf mir! Ganz so langsam reicht, seid endlich still! Und die sagen jetzt immer das Gleiche. Und der schnarcht. Dass sie das nicht checken. Oh Gott, die sind dümmer als sie aussehen. Ich hab die Nase voll. Ich geh nach draußen. Mario, hilf mir. Oh Gott, und da sind die echten Beine. Unsere Chance. Wie ist die eine Peach ausgebrochen? Lass uns aus dem Fenster klettern. Gute Idee. Ob das gut geht? Sag bloß, ich kann jetzt mit Peach spielen. Das wäre jetzt der Oberhammer. Mario, hilf mir! So, das gab's ja schon in Paper Mario 2. Ist das kalt hier? Bei der ganzen Lava? Soll es kalt sein? Naja, okay, was wollte ich sagen? Naja, auf jeden Fall, in Paper Mario 2 konnte man ja, und auch in Paper Mario 1 konnte man ja in den Zwischendingern, also nach den Kapiteln immer mit Peach kurz spielen. Auf ein baldiges Video in den Pilzpalast, aber bitte erst die Prinzessinnen retten, ja? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, mach dir keine Sorgen, Luigi! Glaub mir, ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Schließlich war ich auch schon bei der einen oder anderen Schatzsuche dabei. Das stimmt, eine Anlehnung an Captain Todd Treasure Tracker. Na, wie lustig. Bis dahin, viel Glück. Oh, das war so wirklich eine tolle Anlehnung an Treasure Tracker. Das fand ich jetzt richtig gut. Nein, ich trottel. Bitte lass mich wieder... Okay, ich darf wieder rein. So, und es wird auch runtergelassen. Sehr schön. Okay, aber ich möchte nochmal das Dings holen. Ihr wisst schon. Den Block da. Der wird ja sicher was bringen.
Ganz genau. Ein Auge wird abgeschalten und dann müsste man ja rein theoretisch durchkommen, oder? Ja, aber Peach und Paper Peach sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr da. Bedrohliches Gesicht. Das typische Bowser-Wappen. Sowas haben wir ja seit Mario Kart 8 auch jeder der einzelnen Koopalinge. Okidoki. Dass Bowser Jr. und der andere so dumm sind. Oh, Backe. Mann, oh Mann, oh Mann. Damit hätte ich echt nicht gedacht. Ich meine, sie sind ja wesentlich klüger als ihre Väter. Aber, okay. Wisst ihr was? Einen machen wir noch. Aber dann werde ich so machen, dass ich die restlichen von den Hombres hier offscreen erledigen werde. Ganz genau. So. Und jetzt kommt der zu spät wieder daher. Ich habe halt so schnell reagiert, weil die anderen immer so schnell waren. So. Also. Die werden echt kleinere Kollegen. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Okay. Dann eben auch die altmodische Art mit den Amiibos. Oh ja. Aber ich möchte die schon erledigen, damit ich Level-Ups kriege. Ich werde jetzt auf gar keinen Fall jedes Level-Up einzeln reinschneiden. Habe ich ja bei Dream Team auch nicht gemacht. Aber ich werde die offscreen auf jeden Fall besiegen. So. Hallo? Denke ich mir ja. Was wollte ich auch mal sagen? Am 3D? Es funktionieren ja auch in Smash Bros. 3D. Alle Smash Bros. Amiibos. Die einzigen Amiibos, auch die Animal Crossing Amiibos und so, die gehen in Happy Home Designer. Und die Wolyoshi Amiibos gehen hier. Die einzige Collection, die nicht in dem hier, also am 3DS, nirgends einzusetzen ist, das sind die Splatoon Amiibos. Die kann man ja hier, glaube ich, nirgends einsetzen, oder? Also auf einem 3DS-Spiel. Versteht ihr? Die scheint nirgends einsetzbar zu sein. Naja. Aber die wurden, glaube ich, nur speziell für Splatoon und halt für Mario Maker entworfen. Naja. Und ich finde, das sollte auch so bleiben. Naja, vielleicht einen kleinen, wie halt bei Yoshi's Woolly World oder Super Mario Maker, sowas Kleines. Andererseits ein großer Auftritt für die wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre auch ein Kaufgrund für Inkling Junge und Inkling Mädchen. Okay, gut. Die restlichen von diesen Typen mache ich offscreen platt. Also, tschüss.